extra ein. Dann werden wir gleich Richtung Heimat gehen und das werden wir wahrscheinlich jetzt auch gleich tun, weil wir jetzt bei einem Checkpoint sind. We have just arrived in Tristram and I must say, I'm a bit dismayed. This place is a backwater filled with serfs and an ancient broken down monastery. Vielleicht finden wir hier noch eine Kiste oder so. Intent on this becoming our new seat of power. Dann gehen wir ganz in Ruhe, ganz chillig zum Skeleton King und machen den platt. Noch was raus, na komm her. Also der Wizard, der geht echt nicht schlecht, nicht schlecht. Ich sammle jetzt wirklich nur ein bisschen Gold ein, weil wir jetzt ja gleich Richtung des Schmiedes gehen werden und uns da aber die Sachen craften werden. So. So, New Tristram. Alles klar. Na? Menscheskinder. Jetzt aber verkaufen wir den ganzen Schund, den wir sowieso nicht umwandeln können. Right, good bunch of things for you this fine day. Die können wir alle nicht verkaufen, wir können nur diese Sachen hier verkaufen. Beziehungsweise, wie nennt sich das, verstückeln lassen. Oh, was war das? Nee, das können wir nicht verwenden. So, was wir auf jeden Fall bräuchten, ist wahrscheinlich mal eine Oberbekleidung, Schuhe und so ein Krönchen oder ein Zauberhütchen oder so. Das muss man mal gucken. Ob wir sowas in der Art finden werden. Beiden Sachen, die lassen wir von dem Herrn hier zerhauen. Das heißt, wir müssen da rein. Okay, und da gibt es extrem wenig. Also finde ich echt schade, dass es immer so wenig gibt. Dann trainieren wir mal ein bisschen. So. Okay, was kostet uns das? Oh, das kostet uns diese zwei von diesen Falling Tooth. Schade. Die können wir noch nicht nehmen, weil wir dafür Level 9 brauchen. Danke. Dann brauchen wir sowas. Und das können wir verwenden. Das macht er uns also fertig. Das können wir jetzt aber... Ich habe mich jetzt aber nicht versehen, oder? Ne, das können wir nicht machen. Nein, siehst du, was das ist doch. So, dann brauchen wir am besten auch noch Boots. Oder was anderes. Aber ein Schild brauchen wir nicht. Gibt es sonst noch was irgendwie? Smart. Ne, das ist dasselbe, ne? Na gut, bis auf das dort. Ey, das ist schon... So, wo sind denn jetzt diese Krönchen-Sachen? Ach, da. Was kostet uns das? Och, das ist doch gar nicht so schlimm. Nehmen wir das doch gleich mit. Schmeißen das drauf. Wo kriegen wir denn sowas hin? Das ist rar. Ja, toll. Super. Finde ich ja toll. Found some interesting things on my latest dig. You should take a look. So, das gibt nochmal 21. Das ist auch gar nicht so viel Gold wert, aber naja. Ach ja. Finden wir hier noch was? Repair braucht man nicht. Ah, es ist sehr schade. Schade. Wie viel sind wir denn? Wir sind lange nicht Level 9. Also lohnt sich die auch gar nicht. Irgendwie auch nur anzufangen. Aber das zum Beispiel schon eher. Das
machen wir uns auch mal fertig. Ach, wir haben es ja, wir haben es ja, wir werden ja sowieso. So, dann kann ich das hier geben. Das gibt uns dann nochmal so ein Dingsen, schön. Ein Helm. Ach, das ist jetzt nochmal besser. Lassen wir uns noch mal ein paar Höschen bauen. Und was ist denn mit dem... Ach ja, die Boots waren ja so nicht so dolle. Plus 2 random magic proteins. Ja, okay. Machen wir die jetzt auch noch mal. So. Dann sollten wir aber auch wirklich schon richtig schön ausgerüstet sein für den Herren. Und das gleich zu Anfang eigentlich nicht so schlecht. So, dann gehen wir in die Krypta des Skeleton King. Och. You will never defeat me. Was aber schlecht ist, ist, dass mein Helferlein auf einmal hier wieder auftaucht. Also das sollte man nochmal verändern, dass der Helfer auf jeden Fall da bleibt. Das finde ich etwas sehr bescheiden. Naja, komm her. Naja. So. Also ich gehe davon aus, dass wir das jetzt diesmal definitiv besser packen werden. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Naja, komm her, du dicker Mann. Lass dich für dich machen. Definitiv nicht drin stehen. Aber das ist. Okay, die überleben. Also zumindest einen Schlag überleben die. Still waiting. Ja. Das haben wir doch geschafft. Das ging definitiv. Einfach mal. Also. Wir haben es wieder mal geschafft, die Diablo 3 Beta zu, ja, zu beenden. So, das fehlt mit Sicherheit. Und jetzt versuchen wir mal dieses Dingsen zu usen. Also das ist jetzt dieses Townportal. Und weg bin ich. Und mein Kollege kommt natürlich mit, das ist gut. Ach so, die muss man... Ah, okay. Aber es gibt Minus, ja, also, es gibt uns überall Minus. Mal sehen, was gibt in der uns dafür, wenn wir das uns... This is a real destroyer, are you sure du... Ja, machen wir mal. Okay. Das können wir nicht. So. Ja. Wir haben das jetzt zerstört, wir hören ja sowieso auf. So ein gelbes Ding sollte man ja normalerweise sogar nicht zerstören, aber naja. Wir brauchen es nicht, es wäre für uns schlechter gewesen. So, und... Ach,
hier. Oh, super. Jetzt können wir uns natürlich Detnash machen, ne? Da fehlt uns eine Essenz. Eine Essenz fehlt uns noch. Das ist ja super. Naja. So ein Mist aber auch. Ja, dann hoffe ich, hat es euch diesmal mehr Spaß gemacht. Beziehungsweise Spaß gemacht. Ich weiß, der Barbar war nicht so tolle. Wenn ihr den gesehen habt, guckt euch den sonst auch mal an. Falls ihr ihn nicht gesehen habt, guckt euch sonst auch noch die anderen Charaktere an. Ich habe da ja auch ein paar hochgeladen und gespielt, angespielt, angezockt. Ja, was ich euch so also sagen kann dazu ist, dass ich auf jeden Fall weiter Let's Playen werde. Jetzt gerade momentan läuft auch noch 4. Und es wäre schön, wenn ja auch der ein oder andere mitguckt, sich das anguckt und auch ein bisschen bewertet. Ich muss ja noch besser werden, das ist ja definitiv so. Und ich wünsche mir immer noch mehr Kritik, wo ich auch so Tipps und Tricks, die man mir so sagt oder sowas, die versuche ich auch mal zu beachten. Ja, ich bedanke mich bei euch für eure zahlreichen Kommentare in diesen beiden Let's Plays, also Barbaren und den Wizard. Bedanke mich bei euch auch fürs Zugucken. Es hat mir reichlich Spaß gemacht, das macht mir auch weiterhin Spaß. Und ich wünsche mir, wenn ihr mir noch ein, zwei Games erzählen würdet, die ihr zocken wollt, würdet gerne angezockt haben wollt, sagt mir diese. Ich werde dann schauen, ob ich sie habe erstmal, ob ich mir sie besorgen kann. Also auf einen legalen Weg bitte, Leute. Vielleicht kriege ich sie noch von Kumpel oder sowas ausgeliehen und dann können wir die anzocken. Es gibt ein Let's Play Games, da könnt ihr euch auch so, da habe ich fünf Spiele bis jetzt reingeschmissen, die wir auch zocken könnten. Die habe ich vorgeschlagen, aber wenn ihr sonst noch andere Vorschläge habt, ruhig her damit. Ich würde mich freuen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Undertaker mit Let's Play Diablo 3 Beta. Auf Wiedersehen. Tschüss.